Hallo meine Lieben, willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Falls ihr mich noch kennt, dann wisst ihr, dass ich Sarah van Draat bin und dass die Sommerpause bei mir offiziell vorbei ist. Ihr habt mich gerade schon so ein bisschen dabei beobachten können, wie ich hier meine neuen Taschen zusammennähe. Und zwar nicht irgendwelche Taschen, sondern ein ganz besonderes Halloween-Special. Ich habe meine alten, wunderschönen Halloween-Stoffe rausgekramt und bin hier schon wieder fleißig dabei, English Paper Piecing zusammenzunähen. Und ich dachte mir, es ist Mitte September und der Auftakt für die Herbst-Stricksaison hat eigentlich schon begonnen, also bei mir jedenfalls. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal wieder so ein ganz gemütliches Herbstwochenende mit in meine Hobby-Ecke und so ein bisschen auch raus. Und ich zeige euch ein bisschen was außerhalb der Hobby-Ecke. Ich habe euch nämlich ganz schön vermisst. Es ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her, dass ich was hochgeladen habe. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich diese Pause wirklich dringend mal gebraucht habe. Es ist im Sommer so viel passiert. Ich habe geheiratet. Wir sind 4 Wochen unterwegs gewesen. Und zwischendurch habe ich auch ganz viel gestrickt und genäht und einfach mal die Seele baumeln lassen. Und nicht immer so im Hinterkopf gehabt, kann ich das in einem Video verarbeiten? Ich habe meine Kamera gar nicht dabei. Und das habe ich auch ganz bewusst gemacht, einfach um mal so wieder richtig runterzukommen und rauszukommen. Und einfach zu entspannen, das ist für mich ganz besonders wichtig, dass die Kreativität einfach nicht flöten geht. Und deswegen habe ich jetzt die paar Monate, obwohl ich euch vermisst habe, aber auch sehr genossen und einfach mal nur gehandwerkelt und schöne Taschen für euch genäht und für mich ein paar schöne Stricksachen gemacht und mir ein bisschen die Welt angeschaut. Und ich dachte mir, ich gebe euch mal so ein kleines Update, was alles so passiert ist. Ich würde aber erstmal sagen, ich mache hier noch meine Jack-O-Lantern-Täschlein fertig. Die werden ja gerade schon fleißig von meiner Maschine gestickt. Und wir sehen uns dann morgen zum ersten gemütlichen Herbstsamstag bei Sarah van Draat wieder. Wir wollen auf jeden Fall schön Frühstück essen gehen. Das haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Und es gibt bei uns so ein ganz tolles Café. Das ist in so einem alten Fachwerkhaus und das ist total urig und gemütlich und entspannt. Und da gibt es das weltbeste Frühstück. Da wollen wir uns morgen mal ein bisschen verwöhnen und so ein bisschen durch die Stadt bummeln. Und nachmittags setze ich mich dann mal mit euch zusammen gemütlich mit einem Tässchen Tee und was zum Stricken. Ich hoffe, ihr habt es euch jetzt schon gemütlich gemacht, denn wenn ihr mich hier seht, dann seid ihr hoffentlich schön eingekuschelt in eurem Sessel oder in der Couch, habt was Warmes zu trinken. Oder irgendwas Nettes zum Stricken dabei. Macht's euch richtig schön gemütlich, entspannt euch schön und lasst euch ein bisschen von mir verzaubern. Ein bisschen Halloween-herbstlich verzaubern vielleicht auch schon. Und ich werde hier, wie gesagt, noch weiter werken. Und wir sehen uns dann morgen zum Frühstück in der Stadt wieder. Thank you.
how far, no matter wherever you are, I'm with you. Deep in your heart, my love, I'll stay. When I'm away, no matter how far, no matter the way, no matter the pain or ache, I promise all of those lonesome nights apart, you'll be back in my arms, no matter the way. Stretch between us, you're all I dream of. There's nothing too great that can't separate you from my love. No matter how long, no matter the time that has gone between us, darling, I'm yours and I'm yours. No matter how long. Stretch between us, you're all I dream of. But there's nothing too great that can't separate you from my love. No matter how long, no matter the time that has gone between us, oh, darling, I'm yours and I'm yours alone. I'll always come home, no matter how long. I'm yours alone. I'll always come home, no matter how long. Hallo meine Lieben, willkommen zurück und guten Morgen oder guten Mittag oder was auch immer. Bei mir ist jetzt gerade Samstagnachmittag und ihr konntet gerade schon so ein bisschen sehen, was wir heute Morgen in der Stadt gemacht haben. Ich habe ja gestern Abend schon kurz erzählt, dass wir schön Frühstück essen wollten. Das haben wir auch gemacht in unserem Lieblingscafé. Das ist da immer sehr gemütlich und urig und schön und das Frühstück ist hervorragend. Und das hält immer so bis zum späten Nachmittag an. Von daher brauchen wir samstags über kein Mittagessen, wenn wir da waren. Und ansonsten waren wir noch so ein bisschen shoppen und bummeln in der Stadt. Das machen wir eigentlich auch recht selten. Die letzten Wochenenden, die waren bei uns ziemlich vollgepackt und stressig. Und da hatten wir leider nicht so die Gelegenheit, mal ein bisschen bummeln zu gehen in der Stadt. Und ich mache das ja hin und wieder ganz gerne, besonders in meiner Lieblingsbuchhandlung. Das habt ihr ja auch gesehen. Ich wollte euch noch kurz zeigen, was ich da geshoppt habe. Und irgendwie bin ich jetzt gerade so auf dem Trip, Fantasy-Bücher zu lesen. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fantasy-Mädel. Aber das Buch hier, das hat es mir irgendwie angetan. Und zwar Winterblütenmagie, der zauberhafte Adventskalender mit 24 Fabelwesen. Sieht so aus. Ich finde das Cover ja schon mal ganz schön. Man soll zwar nicht nach dem Cover gehen, aber ich gehe immer nach dem Cover und ich bin, glaube ich, auch kein Kindle-Typ. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, falls ihr auch gerne lest. Ich habe seit Jahren diesen inneren Kampf mit mir, ob ich mir mal ein Kindle zulegen soll oder nicht oder so einen anderen E-Book-Reader. Aber ich komme nicht umhin, immer wieder festzustellen, dass ich einfach jemand bin, der gerne ein Buch in der Hand hat und ein schönes Cover auch sieht, wenn er das aufschlägt und so, ja.
Also von daher hat sich das irgendwann für mich erledigt, darüber nachzudenken, obwohl ich hin und wieder doch immer mal überlege, oh, jetzt schleppst du wieder so viele Bücher mit und wenn du das alles elektronisch hättest, wäre doch viel einfacher. Aber so ist das. Ich mag einfach Bücher. Worum geht es eigentlich hier in dem Buch? Tilly glaubt an Fabelwesen. Nee, Tilly glaubt nicht an Fabelwesen. Egal, wie sehr ihr bester Freund Cedric versucht, sie von ihrer Existenz zu überzeugen. Dass ausgerechnet ein Adventskalender ihre Meinung ändern soll, hätte sie sich nie träumen lassen. Und doch steht sie am 1. Dezember plötzlich nicht mehr in ihrem Zimmer in Edinburgh, sondern versinkt bis zu den Knien im Matsch und wird von einem Irrlicht angeleuchtet. Selbst Cedric hätte sich nicht ausmalen können, was hinter den Türen des Adventskalenders lauert. 24 unzähmbare Fabelwesen, die nicht nur die Gefühle der beiden Freunde auf eine harte Probe stellen. Uha! Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr spannendes Geschichtchen, denke ich. Ich bin ja hin und wieder für sowas ganz locker leichtes, fluffiges zu haben. Oh, ich sehe gerade. Man sieht sogar auch ein paar Bilder. Hier sieht man eben den Phönix. Oh, habe ich noch gar nicht so genau reingeguckt. Ich glaube, das werde ich mir dann wohl für den Dezember zurücklegen und dann jeden Tag eine spannende Geschichte mit einem der 24 Fabelwesen lesen. Finde ich ja sehr interessant. Plus jeden Tag ein digitales Türchen für dich. Naja, mal gucken, ob mich das auch reizen kann. Aber das ist auf jeden Fall so ein Buch, das werde ich mir schon mal weglegen für Dezember. Ich denke, das wird auch relativ schnell gelesen sein. Und ich habe mir noch von Stefan Zweig Sternstunden der Menschheit geholt. Das sieht so aus, auch so ein bisschen spooky angehaucht. Und hier steht, manchmal ist die Geschichte selbst spannender als jedes Drama und lebendiger als jeder Roman. Stefan Zweig versammelt in diesen historischen Miniaturen 14 große schicksalhafte Augenblicke in der Geschichte der Menschheit. Von der Schlacht bei Waterloo über die Entstehung von Goethes berühmter Marianenbader Elegie bis hin zur tragischen Südpolarexpedition von Sir Robert Falcon Scott. Dabei zeigt sich, es sind oft gerade die kurzen, vom Zufall bestimmten Augenblicke, die prägend für die Zukunft sind. Ich bin gespannt. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Die Eroberung von Byzanz, das Genie der Nacht, die Weltminute von Waterloo, die Entdeckung Eldorados, der Kampf um den Südpol, Cicero. Also sehr spannend und ich finde auch das Cover wieder sehr schön. Ja, kam ich nicht umhin. Fand ich sehr schön. Und jetzt wird mir gerade ein bisschen warm. Also bei uns ist heute ziemlich gemischtes Wetter. Mal regnet es, dann stürmt es, dann scheint wieder die Sonne. Und jetzt gerade stürmt es gerade und die dicken Wolken kämpfen mit dem blauen Himmel so ein bisschen um die Vorherrschaft. Deshalb kann ich mal meinen Pullover zur Seite legen. Falls ihr euch fragt, was das ist, das ist mein selbst gestrickter Sunday Cardigan, nee, Sunday Sweater von Petite Knit. Den habe ich ja mal vor einigen Jahren. Ich glaube, das war Bestandteil meines allerersten Strick-Podcasts oder jedenfalls vom ersten oder vom zweiten sogar. Also den habe ich schon sehr lange. Der ist sehr schön. Der ist aus Camerose Snefnuck gemacht. Und der ist schön warm. Das kann ich euch sagen. Aber auch nicht zu warm. Also der re reguliert ganz gut die Wärme. Von daher greife ich da eigentlich immer dazu, wenn es jetzt auch so langsam immer frischer wird. Und das wird ja auch langsam Herbst. Außerdem waren wir noch bei TK Maxx, da gehen wir eigentlich fast nie rein, aber heute hat uns der Zufall dahin getrieben und da musste ich mir unbedingt diese coolen Platzdeckchen mitnehmen. Sind die nicht süß? Ich finde das Muster wirklich ganz, ganz toll, so mit Salbei und Gelb. Ja, fand ich ganz toll. Gab es 4 von und die sind auch mitgekommen. Ist gerade ein bisschen hell, ne? So, jetzt ist es ein bisschen dunkler. Also, ich könnte einmal das Muster sehen. Ich habe es ja so, ne, mit Blümchenmuster und so, fand ich irgendwie jetzt ganz, ganz stark. Freue ich mich, dass ich die ergattert habe. Ja, und ansonsten, das war es auch schon, was in meinem Beutel war. Den Beutel habe ich übrigens von der lieben Sissi und Steffi aus Wien bekommen. Ich habe ja auch am ersten Wiener Wollkongress teilgenommen.
Und da haben die mir so eine kleine Goodiebag zugeschickt. Ich war da ja als Rednerin eingeladen und habe auch geredet, aber ich konnte leider nicht persönlich dabei sein und dem ganzen Spektakel ja in Fleisch und Blut beiwohnen, was ich immer noch unheimlich traurig finde. Aber so ist das halt, wenn man einen Vollzeitjob hat, der meine Aufmerksamkeit fordert. Ist ja nicht aufgehoben, ist nur verschoben. Und nächstes Jahr werde ich das auf jeden Fall anders planen. Und ja, dann werde ich dann hoffentlich mal live in Wien dabei sein. Die Mädels, die haben so viele tolle Sachen organisiert. Die haben Stadtrundführungen gemacht. Die sind natürlich in den Local Yarn Shops mit den Teilnehmerinnen gewesen. Es gab Einkaufsgutscheine, es gab ganz viele süße kleine Goodies. Es gab sogar eine tolle Strickanleitung von The Knitting Me für Socken, speziell für den Wiener Wollkongress. Und Ann Riegler hatte sogar speziell gefärbt, das muss ich euch zeigen. Also jeder Kongressteilnehmer, jede Kongressteilnehmerin hat in ihrer Goodiebag nämlich dieses tolle Garn von Ann Riegler bekommen. Das ist wirklich wunderschön. Da wechseln sich Grün- und Grautöne ab und innen drin sind dann auch noch ein paar Sprenkel von Rosa und Pink und einem ganz dunklen Grauton. Also wirklich ganz, ganz grandios. Und Vorlage für diese Färbung war dieses Bild hier. Ich meine, es könnte Marie Antoinette gewesen sein. Korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte. Und hier gab es sogar noch so einen ganz kleinen, hübschen Maschenmarkierer dazu. Also ich finde es wirklich wunderschön. Es ist wirklich 1:1 getroffen. Das ist wirklich ganz, ganz große Handfärbekunst. Ja, wunderschön. Die Anleitung von The Knitting Me, von der Bettina, die habe ich auch hier irgendwo rumfliegen, die liegt da oben bei meinen ganzen Anleitungen dazwischen. Ganz wunderschön und ich werde das bestimmt hoffentlich irgendwann mal stricken. Ich bin ja jetzt langsam wieder so im Sockenstrickfieber, falls man das so sagen kann. Und ja, da wird das bestimmt auch bald auf meine Nadeln hopfen. Das war eben in der Goodie Bag. Es waren Stricknadeln in der Goodie Bag. Es waren Bonbons und eine wunderschöne Seife aus Wien dabei. Was kann ich euch noch zeigen? Und unter anderem war eben auch so eine richtig coole Tasche dabei. Das ist von Frisania, glaube ich, heißt es. Das kann man als Portemonnaie nehmen, natürlich aus so LKW-Plane. Wirklich richtig schön. Die Farben finde ich ganz toll. Gefällt mir wirklich richtig gut. So ein richtig schönes Waldgrün mit Gelb und Orange. Dann gibt es hier natürlich noch so einen Zipper. Zack. Also richtig schick. Das gab es eben auch noch dazu. Und ja, also ich habe mich sehr, sehr beschenkt gefühlt, als das kleine Päckchen ankam, obwohl ich leider nicht dabei sein konnte. Habe mich wirklich sehr gefreut, dass das mitgekommen ist. Ja, und für einen richtigen Kongress gehört es natürlich neben dem Brot und Spiel natürlich auch dazu, dass ein bisschen was Inhaltliches geliefert wird. Und die Steffi und Sissy haben da ganz tolle Rednerinnen eingeladen. Es wurde zum Thema Selbstständigkeit im Nebenberuf, glaube ich, gesprochen. Dazu hat Bettina was gesagt von The Knitting Me. Und es war eine Dame da, die zum Thema Wohlbefinden so ein bisschen was erzählt hat in ihrem Vortrag, warum wir eigentlich stricken, was das für unser Wohlbefinden bedeutet, Hand zu arbeiten und was das vielleicht auch mit unserer Psyche macht. So ein bisschen habe ich davon am Rande mitbekommen. Und ich durfte natürlich über mein zweitliebstes Hobby sprechen, nämlich über das Videos drehen. Und habe so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gegeben, wie mein Strick-Podcast entsteht. Und ich hatte den Vortrag im Frühjahr schon vorbereitet, im späten Frühling dann fertig gehabt. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ich habe mal so ein paar harte Fakten zusammengesammelt und für einen Podcast, der ungefähr 45 Minuten braucht oder dauert, brauche ich etwa 24 bis 28 Stunden, bis der so fertig bearbeitet ist, wie ich ihn habe, weil ich ja alles komplett alleine mache. Und davon durfte ich eben so ein bisschen erzählen.
Ich fand es unheimlich schade, dass ich die anderen Vorträge verpasst habe und auch alle Teilnehmerinnen, die da waren. Ich kann es jetzt leider nicht ändern, aber es ist nun mal auch bei mir so, dass ich alles nebenbei mache. Neben meinem 8-Stunden-Vollzeitjob mache ich meine ganzen Taschen hier und meine Videos für YouTube, dass ihr immer was Schönes zu sehen habt. Und es hat mich aber auch so ein bisschen nachdenklich gemacht über die Sommermonate, ob ich das langfristig so weitermachen kann. Denn es ist natürlich ein unheimlicher Druck. Also ich mache mir einen unheimlichen Druck. Und es ist auch immer wieder unheimlich viel Arbeit und Zeit, die ich da rein investiere. Und das ist auch nicht so ganz einfach, immer mit den Bedürfnissen der Zuschauerinnen und Zuschauer umzugehen. Denn ich habe auch so ein bisschen in dem Vortrag erzählt, dass es eben auch nicht nur so glückliche und positive Stimmen gibt, sondern dass es da auch Leute gibt, die sehr viel fordern, die rund um die Uhr fordern, die am liebsten jeden Tag ein neues Video hätten oder jeden Tag einen neuen Podcast oder eine neue Tasche. Und Leute von euch, die vielleicht auch eine kleine Selbstständigkeit haben, die können das vielleicht nachvollziehen, dass das anstrengend werden kann, wenn man sich dem so sehr hingibt und sagt, ich muss jetzt aber was leisten, ich muss jetzt aber, ich muss jetzt aber. Und wenn es so in jetzt muss ich aber umschlägt, macht es keinen Spaß mehr. Und das war bei mir zum Teil auch so, dass ich ein bisschen zu viel von mir verlangt habe am Anfang diesen Jahres. Und das hat sich so ein bisschen auch gerecht im gesundheitlichen Bereich. Mir geht es jetzt eigentlich schon wieder viel besser. Ich habe ja jetzt auch reichlich Pause gehabt, aber da merke ich dann, dass ich über die Grenzen gegangen bin und dann halt auch immer mal wieder ausloten muss. Was kann ich leisten und was kann ich auch langfristig leisten und was möchte ich auch langfristig leisten? Von daher hat mir das Handarbeiten jetzt so im Sommer ganz gut getan, um so ein bisschen zu reflektieren, aber auch so ein bisschen runterzukommen und Abstand zu gewinnen. Aber in diesem Vortrag war es mir eben auch noch mal ganz besonders bewusst geworden, ist mir bewusst geworden, was ich da eigentlich immer so alles abreiße. Wahnsinn. Aber ich mache es halt auch gerne, weil ich weiß, dass es da draußen ganz viele Leute von euch gibt, die das gerne schauen und denen das vor allen Dingen auch gut tut. Das ist auch was, was ich immer wieder gelesen habe, was mir auch immer wieder zurückgespiegelt wird, auch auf den Wollkongressen oder Wollmessen, wo ich jetzt war, dass ihr meine Videos manchmal sogar öfter schaut. Und dann denke ich mir, oh wow, also das lohnt sich schon für mich. Das lohnt sich aus dem Grund, weil die Videos so eine Art ja, Spa-Tag für euch sind. Das habe ich auch ganz oft gehört. Und das ist einfach schön. Und dann strenge ich mich auch gerne dafür an. Aber ich muss halt auch haushalten. Und ja, muss mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Auf jeden Fall möchte ich weiter Videos machen. Das ist ja wohl ganz klar. Und natürlich auch euch mit meinen Taschen beglücken. Aber das muss immer alles in so einem gewissen Rahmen bleiben. Und das ist mir jetzt so im Sommer so richtig klar geworden. Ja, wollte ich gerne nochmal mit euch teilen. Ist euch diesen Sommer vielleicht irgendwas klar geworden? Habt ihr den Sommer genutzt, um mal so ein bisschen runterzukommen, euch zu entspannen und zu gucken, was ihr eigentlich jeden Tag Wunderbares, Tolles und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel davon leistet? Würde mich wirklich interessieren, vielleicht geht es ja der einen oder dem anderen von euch genauso, dass ihr mal zur Ruhe gekommen seid und gemerkt habt, wie viel ihr eigentlich so auf dem Tablett habt. Das übersieht man ja gerne, besonders wenn man die Dinge gerne macht, mit denen man sich ausbrennt. Ich muss es so sagen, denn es ist ja hier keine Arbeit, das ist ja pures Vergnügen. Und manchmal bekomme ich das gar nicht so mit, wenn ich über meine Grenzen gehe und dass ich eigentlich schon im Minusbereich bin, was mein Energielevel angeht und dass ich aber dann trotzdem immer noch weitermache. Ich glaube, bei den Handfärbern ist es bestimmt auch sehr anstrengend und anspruchsvoll, wenn dann die Kunden immer fragen, wann gibt es ein neues Shop-Update, wann gibt es neue Wolle und. Und die machen das ja auch alles gerne und wahrscheinlich viele von euch da draußen, falls ihr zuschaut, auch nebenberuflich. Und ja, das darf man immer nicht unterschätzen, wie viel Arbeit es ist. Und das ist ja nicht nur, dass man hier schöne Stoffe zusammennäht, sondern das bedeutet ja auch, dass man ganz viele Behördengänge machen muss, Steuererklärung, man muss die ganzen Sachen online stellen und. Das ist ja unheimlich viel Arbeit, die man so nachher gar nicht sieht, wenn man in den Online-Shop geht und auf Kaufen klickt. Ja, das war für mich auch nochmal wichtig, das so auch rauszustellen, dass es eben oberflächlich betrachtet immer alles schön glatt und schön ist. Aber damit es eben auch so schön und glatt ist,
brauche das ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und ja, das wird alles so nebenbei geleistet. Genau. Jetzt habe ich mich schon wieder festgequatscht. Das wollte ich gar nicht. Ja, weiter im Programm. Ich muss hier mal immer so ein bisschen hin und her switchen. Jetzt sind nämlich gerade wieder die Wolken so vor der Sonne. Das kann ja heute spannend werden. Ja, aber erstmal Prost. Es geht nichts über Pfefferminztee. Ja, und ansonsten habe ich natürlich auch in letzter Zeit noch ein bisschen was an neuer Wolle geshoppt. Natürlich, wie kann es auch anders sein? Und ich wollte euch unbedingt mal so eine kleine Auswahl zeigen. Und zwar habe ich bei der lieben Alex von Wool and Forest mal geshoppt. Und die hat ja gerade ganz wunderschöne Färbung wieder in ihrem Shop gehabt und ist, glaube ich, auch schon wieder dabei, neue Sachen zu färben. Das ist ja immer ein Kommen und Gehen bei den Handfärbern, glaube ich. Und ich habe zugeschlagen, als das Angel Lace bei ihr noch im Shop verfügbar war. Und ich habe die wunderschönsten Farben bekommen. Liebe Alex, ich weiß nicht, ob du meine Videos schaust, aber vielen, vielen Dank, dass du die gefärbt hast und dass ich die shoppen konnte, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mal war. Und zwar habe ich mich für die hier entschieden. Nun schaut euch mal bitte diese Schönheiten an. Sind die nicht toll? Ich mach mal nacheinander. Ich habe hier Peachy Blossom auf Angel Lace. Das sind 70% Baby Alpaka, 20% Seide, 10% Kaschmir. Und da hat sie so einen ganz wunderschönen, pudrigen Ton drauf gefärbt mit ganz vielen bunten Speckles. Also wunderschön. Und dieses Garn ist richtig fluffig und bouncy und weich und kuschelig. Und ich muss immer so da sitzen und mit dem Garn kuscheln. Ich hoffe, ich bin nicht die einzige Bekloppte, die das so macht. Ich hoffe, ihr macht das vielleicht auch hin und wieder bei ganz besonders weicher Wolle. Und dann habe ich hier noch das Eichhörnchen. Das ist auch das Angel Lace in der gleichen Garnmischung. Das hat 800 Meter auf 100 Gramm. Also alle drei Stränge haben 800 Meter auf 100 Gramm. Ja, wunderbar. Und hiervon habe ich zwei gekauft. Ich hätte hiervon wohl auch gerne noch einen zweiten gehabt, aber den gab es leider nur noch als einzelnen Strang. Und dann habe ich ihn mir trotzdem mitgenommen. Ja, was will ich jetzt eigentlich daraus machen? Das will ich euch gerne erzählen. Und zwar habe ich zwei neue Sachen entdeckt. Moment. Ich habe nämlich neulich mal wieder den Wool's Needles Hand Podcast von Taylor Earle gesehen. Ich kann ihn euch gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und die hat erzählt von der Ravit-App. Ich habe keine Ahnung, ob ihr wisst, was die Ravit-App ist. Also ich kannte die vorher nicht. Und zwar heißt das Ravit für On Ravelry oder For Ravelers of Ravelry oder so, wenn ihr das im App Store mal anschaut. Dann sieht das aus wie so ein kleines Häschen, glaube ich. Also ich meine mal, dass es ein Häschen ist. Und da könnt ihr euren Account von Ravelry natürlich ganz einfach mit verlinken. Das ist, glaube ich, baut alles ineinander auf, greift alles ineinander über und so weiter. Und die erste Seite, die ihr hier sehen könnt, das sind immer Patterns. Da sind immer die neuesten Strickanleitungen drauf, wie zum Beispiel der MK von Steven West oder halt die neuesten Sachen von Jorge Locatelli oder Andrea Mari und so weiter. Dann könnt ihr zu Yarns wechseln. Da habt ihr dann alle möglichen Garnqualitäten, wo ihr vielleicht mal nach einer Anleitung gucken könnt. Und unter dem nächsten Punkt, ganz in der Mitte, wird es jetzt spannend, und zwar Notebook. Das ist im Prinzip genauso alles aufgebaut wie auch bei Ravelry, nur halt so ein bisschen, ja, übersichtlicher, würde ich fast sagen. Finde ich jedenfalls. Und wenn ihr unter Favoriten geht, dann habt ihr hier eure ganzen Favoriten drin und. Also alles, was ihr jetzt über die ganzen Jahre schon mal so zusammengesammelt habt vielleicht. Und ihr könnt hier auch Bundles erstellen. Und ich habe hier schon mal so ein paar Bundles erstellt. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier die Tiere, Sweater, Sockenprojekte, Shirts, Schals, Decken, Babykleidung, Andrea Mari, weil ich habe halt sehr viele Anleitungen von Andrea Mari. Ich finde die einfach ganz toll, die Designerin. Ja, und diese App, die fand ich echt gut. Da kann man dann auch eben alle Sachen runterladen. Man hat dann MyRav, da sind dann die ganzen Nachrichten drin, wenn es irgendwelche Anleitungsupdates gibt oder wie auch immer. Da könnt ihr dann aber auch euren Queue, also eure Strickreihenfolgen und alles, welche Projekte ihr jetzt gerade so favorisiert habt, welche ihr stricken wollt, könnt ihr da alles genauso sehen wie bei Ravelry. Ich bin mit dieser
Desktop-Variante noch nie so richtig zufrieden gewesen. Es gab ja auch schon mal, auch aus anderen Gründen mal Probleme mit dieser Website, weil viele Leute wohl arge Probleme hatten, mit dieser Website umzugehen. Das hat irgendwie epileptische Anfälle ausgelöst oder Migräneanfälle wegen Farben oder Darstellungsarten und so. Ich war so generell noch nie so ein Freund von der Desktop-Variante. Aber dieses Ravit finde ich richtig cool. Habe ich mir jetzt auch gekauft. Kostet 4,99 glaube ich im App Store. Aber für mich lohnt sich das einfach wirklich. Ich finde es so übersichtlich, so viel einfacher auch zu navigieren für mich persönlich. Ja, wollte ich euch unbedingt mal zeigen, falls ihr auch so ein paar Probleme mit dieser Ravelry-Desktop-Variante habt und lieber eine App hättet. Fand ich jetzt die 5 Euro ganz gut investiert, ist wirklich sehr übersichtlich. Man kann auch gleich mal die ganzen Foren abchecken und so. Also ich finde es unglaublich, dass es auch relativ intuitiv, falls ihr euch so ein bisschen mit Apps auskennt, da werdet ihr das im 0, nichts beherrschen. Aber das wollte ich euch unbedingt mal zeigen, vielleicht kennt ihr das ja noch nicht. Und auf jeden Fall muss ich euch jetzt den Pulli zeigen, den ich stricken möchte. Und zwar ist das der Lounge Sweater von... ich habe keine Ahnung. Also der Lounge Sweater. Ich verlinke euch das auf jeden Fall nochmal unten im Video. Ich kann jetzt gerade gar nicht die Designerin finden. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Okay. Designers Other Patterns. Oh, guckt mal, da ist ja noch so ein schöner Donnerwetter. Der ist ja klasse. Wow, schaut euch mal den an. Der ist ja der Hammer. Oh, wow. Okay. Ich schweife gerade vom Thema ab. Ich packe euch die Links auf jeden Fall alle nochmal unten in die Infobox. Es tut mir leid, ich kann jetzt gerade gar nicht die Designerin finden. Sie strickt das Ganze auf jeden Fall mit Knitting for Olive in Merino und in Soft Silk Mohair. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, eben dieses wunderschöne Angel Lace herzunehmen und eben diese beiden hier doppelt zu halten und das hier als mein Mohair Strang zu nehmen. Das soll nämlich auch so eine ganz schöne melierte Variante werden. Und dieses Alpaka und Seide und Kaschmir ist natürlich sehr weich und bouncy. Und wenn ihr euch den Pullover so ein bisschen anschaut, hat er ja so ein bisschen kräftigere Struktur. Und da ich auf ein Sportgewicht kommen muss und mit diesen drei Lace-Geschichten das noch nicht ganz schaffe, habe ich mir bei Maschenfein nochmal so ein bisschen Knitting for Olive Merino nachbestellt. Und das kam auch heute schon an. Also das ging irgendwie total schnell. Ich bin immer ganz begeistert, wie schnell so Maschenfein-Bestellungen ankommen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, Knitting for Olive Merino. Ich habe mich jetzt für Autumn entschieden und die Farbe ist der absolute Knaller. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles, ja, orange-braun, aber wirklich wunderschön. Und es passt auch ganz wunderbar mit diesem Angel Lace zusammen. Das Angel Lace ist etwas dunkler, etwas, ja, variierender. Es ist natürlich nicht so gleichmäßig gefärbt wie das von Knitting for Olive. Das heißt, dass wir hier noch ein bisschen interessantes Farbspiel haben. Und auch mit dem Peachy Blossom passt es natürlich wunderbar zusammen. So, und mein Plan ist jetzt eben, dass ich diese drei Stränge zusammenhalte mit einem Strang Merino. Und das Merino ist ja wirklich sehr, ja, also relativ fest und hart von der Struktur her. Nicht ganz so weich und butterig wie die Kaschmir- und Baby-Alpaka-Anteile in diesen Lace-Geschichten. Aber ich denke mir, wenn ich diesen Strang hier noch als vierten Strang dazu nehme, werde ich auf jeden Fall auf mein Sportgewicht kommen und gleichzeitig bekommt der Pullover nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Stand. In der Anleitung steht, glaube ich, dass man zwei von denen hier mit einem Single Mohair zusammenhalten soll und das gibt natürlich richtig schön Struktur und das Mohair macht dann eine schöne weiche Oberfläche. Aber wenn ich das hier benutze und diesen
Strang zusammen, wird der Pullover, denke ich, generell etwas weicher fallen, wird wahrscheinlich nicht so ganz so viel Stand haben, weil ich eben sehr weiche, fluffig, schön kuschelige Wolle benutze. Aber genau das ist halt das Ziel, das muss gar nicht so strukturiert sein. Und ich glaube auch vom Preispunkt her finde ich den Pullover gar nicht so teuer, weil er eben mit Knitting for Olive gemacht wird. Die Knäule, die sind ja ziemlich günstig für das, was sie sind. Das ist ja 100% Wolle, Mulessing-frei, Ökotex-Standard 100. Also ganz, 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 ganz tolles Garn für einen guten Preis, unter 8 Euro meine ich. Ich bin übrigens nicht gesponsert von Knitting for Olive, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, aber das werde ich dann auf jeden Fall so zusammenhalten. Ich habe jetzt hier von, wie gesagt, jeder Strang 800 Meter und dann von denen hier habe ich noch 4. Ich denke, da sollte ich dann mit hinkommen. Ich werde auf jeden Fall die kleinste Größe wahrscheinlich stricken. Die hat nachher einen fertigen Brustumfang von 104 Metern. Ich mag das nicht, wenn das immer so sehr groß ist. Das gefällt mir nicht immer so ganz so gut. Von daher werde ich wahrscheinlich die kleinere Größe machen im Umfang, aber die Ärmel dann dafür ein bisschen weiter rausstricken. Und wenn ihr nochmal auf das Bild schaut, dann könnt ihr ja auch sehen, dass hier an der Seite so ein kleiner Schlitz eingearbeitet ist. Den finde ich ja weil grandios. Das ganze Muster, den ganzen Pullover finde ich wunderschön. Das wird wahrscheinlich auch mit Raglan-Zunahmen gestrickt, nehme ich mal an. Ja, macht hoffentlich ein paar schmale Schultern. Ich habe ja relativ breite Schultern und durch diese Raglan-Betonung wird das Ganze dann hoffentlich so ein bisschen schmaler dann aussehen. Ja, das wird dann also mein Lounge-Sweater in diesen wunderschönen Farben zusammen mit dem Knitting for Olive-Strang nochmal dazu. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt, wann ich Zeit haben werde, das alles anzuschlagen. Ist ja nicht so, dass ich noch nicht was anderes zum Stricken hätte. Und außerdem habe ich mal wieder ein paar Tiagu-Nadeln dazu bestellt. Die hatte ich tatsächlich noch nie. Ich habe ja nur von Xiaogu die 9-Inch Circulars zum Stricken von Socken und die Ärmelstricknadeln, die ganz kurzen. Und ich habe mich jetzt hier nochmal für die Red Lace-Geschichten entschieden. 3,75 mm und 5 mm. Ich finde die Xiaogu-Nadeln, die sind einfach der absolute Knaller. Auch die Seile, die sind so gut verarbeitet. Die haben kein Memory. Das ärgert mich manchmal auch bei diesen Knit-Pro-Geschichten, wenn diese Plastikseile dann sich immer verdrehen und man eigentlich ein neues Strickteil anfangen will, aber dass sich immer alles wild verdreht, weil diese blöden Seile so viel Memory haben. Und das ist bei diesen Xiaogus halt nicht der Fall und deswegen würde ich immer zu den Red Laces greifen. Ich finde die einfach super klasse. Die sind sehr langlebig. Natürlich kann ich jetzt auch nicht alles mit Metallnadeln stricken. Manchmal brauche ich einfach auch mal was Holziges in der Hand. Aber das sind so schon meine Go-To-Nadeln. Bei mir wird heute Nachmittag wahrscheinlich auch noch so einiges passieren. Das werde ich euch bestimmt auch gleich zeigen und euch mitnehmen. Ich will auf jeden Fall noch das hier fertig machen. Da habe ich ja jetzt schon die Papiere. Also hier muss ich die Papiere noch rausnehmen. Und ich habe ja noch ein weiteres Teil mit Großmamas Lieblingstapeten. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Es ist, ja, bleibt jetzt so Großmamas Lieblingstapeten. Und dann habe ich hier natürlich noch meine Jack-O-Lantern-Stoffe. Die habe ich ja gestern Abend schon bestickt. Gestern Nacht ist übertrieben. Vorne habt ihr einmal das Jack-O-Lantern und hinten ist Boo drauf. Das werden auch so ganz kleine, süße Notions-Taschen. Da werde ich dann wahrscheinlich auch noch einen Reißverschluss reinmachen. Die Tasche kennt ihr ja schon vielleicht vom letzten Jahr. Moment. Und zwar habe ich mir im letzten Jahr ja selber diese Jack-O-Lantern-Tasche gemacht mit Reißverschluss und so. Allerdings habe ich hier hinten nichts weiter drauf gemacht. Aber ich denke mal, genauso werden die auch wieder werden mit Reißverschluss. Innen drinnen mit einem schönen, bunten, verrückten Stoff natürlich, so wie sich das gehört. Ja, die finde ich wirklich ganz, ganz niedlich. Und die wird es dann auch im Shop-Update geben. Ich bin gerade dabei, 6 von diesen Taschen vorzubereiten. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch ja gerne so eine süße kleine Kürbistasche vielleicht erstehen, wenn ihr wollt. So, jetzt ist aber genug Werbung für Art van Draht gemacht. Es wird auch schon wieder dunkel. Also es ist heute,
Es ist heute ein bisschen verrückt. Es tut mir wahnsinnig leid mit dem Licht. Aber jetzt würde ich euch einfach noch ein bisschen mitnehmen. Entspannt euch schön. Ich werde hier noch so ein bisschen rumwerkeln und an dem Shop-Update arbeiten. Und da dürft ihr mir gerne über die Schulter schauen. Und dann sehen wir uns bestimmt heute Abend nochmal wieder. Meine Lieben, jetzt ist es endlich getan. Ich habe alles fertig. Bin ich froh, dass ich das jetzt alles geschafft habe. Und zwar habe ich jetzt gerade aus dem letzten English Paper Piecing Teil noch meine ganzen Papiere rausgeholt. Das ist ja immer so der letzte Schritt. Und hier könnt ihr jetzt auch einmal sehen, was ich mit Großmamas Lieblingstapete gemeint habe vorhin. Das sind also ganz viele verschiedene beige, Creme und Grau und ein bisschen Brauntöne. Und das erinnert mich irgendwie an so ein altes, herrschaftliches Haus irgendwo in Neuengland oder Upstate New York, da wo so die gruseligen alten Villen vielleicht auch noch stehen. Und in fast jedem Horrorfilm haben diese Häuser immer so ganz merkwürdige Blumentapeten in diesen Tönen. Und deswegen habe ich es jetzt mal Großmamas Lieblingstapeten genannt. Das ist also ein weiteres Puzzleteil im nächsten Shop-Update. Und das andere habe ich euch, glaube ich, auch schon einmal ganz kurz gezeigt. Das sind ja diese ganz bunten Stoffe. Sehr farbenfroh und fröhlich, würde ich mal fast sagen. Davon habe ich jetzt 2 Panels gemacht und von Großmamas Lieblingstapete habe ich auch 2 Panels gemacht. Und da mache ich dann schöne Projekttaschen für Pullover oder auch etwas größere Tücher. Und die wandern dann alle Anfang Oktober in den Shop. Und da fällt mir ein, ich habe euch noch gar nicht gesagt, wann das Shop-Update ist. Also wir fahren am Ende September tatsächlich noch mal nach Hause in meine alte Heimat an die Ostsee und ich freue mich schon sehr, wenn wir endlich da sind. Und ich denke, nach unserer Rückkehr, also ich denke mal so Anfang Oktober, wird es dann das Shop-Update geben. Alle Infos dazu werde ich auf jeden Fall aber auch noch mal bei Instagram posten unter @sarahvanrat oder @artvanrat und sicherlich auch hier im YouTube-Community-Tab noch mal ein Shoutout machen, wenn es soweit ist. Also falls ihr da Lust habt, Interesse habt, eine kleine Halloween-Tasche für euch zu shoppen, dann solltet ihr die Ohren spitzen und die Augen offen halten. Ja, ich zeige euch nochmal, was ich sonst noch so geplant habe. Also neben diesen coolen English Paper Piecing-Geschichten gibt es natürlich auch wieder abgesteppte Stoffe in Projekttaschenform. Und zwar sind das die hier. Das sind im Prinzip genau die gleichen Muster, die ihr gerade schon im EPP-Teil gesehen habt, aber ich wollte sie euch hier nochmal zeigen, weil ich sie wirklich unglaublich schön finde. Ich würde sie am liebsten alle selbst behalten, aber das geht ja nicht. Ja, den hier finde ich ganz besonders toll, der macht einfach nur gute Laune, obwohl da so viele Spinnen zu sehen sind. Das ist wohl mit Abstand mein Lieblingsstoff, gefolgt von dem hier, von den verschiedenen Vögeln,
Den finde ich auch wunderschön, also ganz toll. Und da sind Vorder- und Rückseite immer gleich. Da kommt noch ein hübscher Taschenboden dran und so. Und ich wollte euch gerne mal fragen, wo ihr so tendenziell hintendiert. Doppelt hält besser an der Stelle. Mögt ihr eigentlich lieber eher so Tunnelzug an Projekttaschen oder seid ihr auch für einen Reißverschluss offen? Das würde mich für zukünftige Projekttaschen wirklich sehr interessieren, was ihr da bevorzugt. Also lieber was, ja, Einfaches mit Tunnelzug oder Reißverschluss, das schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Und falls es sich herausstellt, dass ihr viel lieber mit Reißverschlusstaschen arbeitet, dann werde ich natürlich auch sehr gerne für euch mehr Taschen mit Reißverschluss machen. Bisher habe ich jetzt zwar nur so Tunnelzug geplant, aber für die Halloween-Taschen könnt ihr das noch beeinflussen, wenn ihr mögt. Ich habe hier nämlich noch mal ein paar ganz coole Katzen. Gesichter, mehr sind es ja nicht. Ein bisschen die kleine Schnute und die Augen und die Ohren. Und dann hier diese beiden coolen nochmal in hell und dunkel mit den bunten Totenköpfen. Also macht richtig gute Laune, wie ich finde. Das werde ich jetzt alles noch absteppen müssen. Bevor wir in den Urlaub fahren, will ich die Taschen auf jeden Fall für euch fertig haben. Und falls ihr euch fragt, was ich sonst noch so genäht habe, bei Instagram unter Sarah van Draht, glaube ich, und auch auf jeden Fall unter Art van Draht werdet ihr es gesehen haben, dass ich ein paar neue English Paper Piecing Formen ausprobiert habe und in ein paar ganz besonderen Sockenbeuteln verarbeitet habe. Denn der Oktober wird ja auch zumindest im amerikanischen Raum Socktober genannt. Und dafür habe ich diese wunderschönen kleinen, sind die nicht niedlich, Sockenprojekttaschen genäht. Und zwar mit diesen wunderschönen Formen. Schaut euch das mal an. Da hat sich für mich also wieder ein ganz neuer kreativer Pfad ergeben. Nicht nur diese Hexis, sondern jetzt auch eben diese langgezogenen Hexis in ganz besonderer Form mit einem ja, roségoldfarbenen Taschenboden. Hinten ist es wieder ganz einfach abgesteppt. Innen drin natürlich wieder mein Logo. Ja, also hier bin ich ganz besonders stolz drauf. Das ist wirklich was ganz was Exquisites. Natürlich wieder mit Paspel, so wie sich das für Art van Draht Taschen gehört. Ja, aber eben was ganz Süßes, Kleines, Schnuckeliges. Und Moment. Ich habe hier jetzt gerade mal noch ein Knäuel. Also das ist ja ungefähr ein 100 Gramm Knäuel, wie ihr es handelsüblich kennt. Normalerweise habt ihr vielleicht noch eine Kontrastfarbe dabei, dass ihr das mal so zum Vergleich habt. Also das passt hier locker rein. Und eure Socken passen eben auch noch dazu. Ist nicht mal zur Hälfte gefüllt, wie ihr sehen könnt. Ja, also das sind die Taschen, auf die ich dieses Mal ganz besonders stolz bin. Ganz klein und fein und schön und ja, sehr, sehr besonders. Das ist die Nummer 1. Und Nummer 2 ist die hier. Also auch wieder ganz besonders mit English Paper Piecing bearbeitet, mit einem ja, bronzefarbenen veganen Leder, wie ihr sehen könnt. Richtig schön, hat genau die gleiche Größe. Ist hinten auch wieder mit einem grauen Stoff einfach nur abgesetzt, mit Tunnelzug, wie ihr das schon kennt. Die Größe ist identisch. Ja, das sind also die beiden besonderen Schätzchen, die ich außerdem wieder im Shop habe. Ja, kleine Kunstwerke. Also, ich habe wirklich Probleme, mich von dieser, insbesondere von diesen beiden Taschen hier zu trennen. Ach, die sind echt schön geworden. Ich bin immer wieder begeistert, was man mit English Paper Piecing alles so machen kann. Und ich bin ja noch ganz am Anfang, was man so alles damit anstellen kann. Und es sind natürlich nicht die einzigen English Paper Piecing Taschen. Ich weiß, ich habe einen Knall. Aber ich mache das einfach so gern. Es gibt nichts Schöneres, als mit der Hand zu nähen, finde ich. Und ich habe hier noch einen wunderschönen Bienenstoff. Den habe ich auch verarbeitet in English Paper Piecing. Die sind sogar noch einen ganz kleinen Tick kleiner, wie ihr sehen könnt. Ja, da habe ich eben diesen schönen Bienenstoff verarbeitet. Einmal mit EPP, aber auch so
in dieser Variante. Und in dieser Variante habe ich tatsächlich noch ein paar mehr Farben. Da habe ich noch das gleiche Motiv in Weiß und in Schwarz. Hier hinten ist es dann auch wieder ganz hübsch im Motiv. Ja, das hier ist so ein schöner Grauton. Und ich habe natürlich auch noch eine ganze Latte etwas größerer Projekttaschen, weil jetzt zum Herbst werden die Projekte natürlich größer und dicker. Und da habe ich nochmal hier wieder diese Varianten gemacht, wieder ganz fein abgesteppt, ganz viele verschiedene wunderschöne Stoffe. Hier könnt ihr es einmal sehen mit einem Schwan drauf. Ja, das ist also die nächste Variante. Und das sind im Prinzip so die Größen, für die ich mich jetzt nochmal in diesem Shop-Update entschieden hatte. Nochmal alle zusammen. Ja, genau. Also unter anderem sind dann eben diese Taschen dabei und noch viele mehr. Wie gesagt, ich bin ganz fleißig gewesen beim Nähen. Da könnt ihr euch also auf was Schönes freuen. Wie gesagt, Anfang Oktober, denke ich, wird das Shop-Update live gehen. Und für heute werde ich, glaube ich, hier erstmal alle Lichter ausmachen. Und ich höre gerade Hendrik schon in der Küche. Der ist gerade schon dabei, unser Abendbrot zu machen. Wir haben uns für einen schönen Rucola-Salat entschieden mit ganz feinem Ciabatta-Brot. Oh, das gab es heute auf dem Markt. Das haben wir uns mitgenommen. Und leckeres Rinder-Carpaccio mit einem kleinen Schluck alkoholfreiem Rotwein. Es muss ja nicht immer mit Alkohol sein, bei uns jedenfalls nicht. Und ich habe jetzt gleich noch den kühnen Plan, dass ich, bevor es das Abendbrot gibt, noch schnell meine Knit Pros gegen die neuen Chiagun-Nadeln auf meinem neuesten Projekt austausche. Falls ihr mir bei Instagram folgt, wisst ihr nämlich, dass ich am Mystery Knit Along von Stephen West dieses Jahr teilnehmen werde. Das startet am 6. Oktober und bis dahin muss ich mein anderes Stephen West Projekt fertig haben. Und zwar habe ich den Fantastitch Shawl angeschlagen. Man glaubt es kaum, tatsächlich. Ich habe die Wolle bestimmt schon seit über 2 Jahren bei mir im Stash liegen und habe sie immer wieder bewundert und bekuschelt. Und vor ein paar Wochen habe ich dann gesagt, jetzt fange ich endlich an. Ich nehme die wunderschönen Garne her und stricke mir endlich den Fantastitch. Und der ist fast fertig. Ich bin jetzt bei der allerletzten Sektion, bei dieser Zickzack-Sektion. Dann kommt noch dieser wahnsinnslange I-Cord-Rand und dann ist das Teil fertig. Ja, ich muss mal gucken, ob ich die Herausforderung bestehen werde, dass ich das noch schnell mit den Nadeln auf die Reihe kriege, bevor wir Abend essen. Aber naja, ich bin ganz ehrlich, die Chancen stehen nicht wirklich gut, denn ich brauche für eine Reihe mindestens inzwischen 20, wenn nicht 25 Minuten. Es ist schon wirklich irre und wenn da Muster drin ist oder wenn ich linke Maschen stricken muss, dann brauche ich viel länger. Also das wird wahrscheinlich nichts werden. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet mit mir eine schöne Zeit. Das war sozusagen der Auftakt für die Herbst-Wintersaison bei Sarah van Draat. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt, seid mit eurem Strick- oder Häkelteil oder vielleicht auch Nähteil ein bisschen weitergekommen, habt euch schön entspannen können. Ich fühle mich jetzt auch wieder richtig wohl. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber der September, der hat für mich immer so eine Art Melancholie. Der Sommer ist vorbei, die Tage werden wieder kürzer und schneller dunkel. Und ich glaube, Lana Del Rey hat mal gesungen Summertime Sadness. Und ich glaube, es gibt da auch so ein Phänomen, dass man vielleicht so ein bisschen gedrückt ist um den September herum, weil der Sommer vorbei ist und es noch nicht so richtig Herbst ist mit den bunten Blättern, aber das Wetter vielleicht auch schon schlechter wird. Aber ich glaube, diese Summertime-Sadness habe ich jetzt endgültig ja, überwunden, in die Flucht geschlagen mit wunderschönen bunten Stoffen, mit der Vorfreude auf Halloween, mit der Vorfreude nach Hause zu fahren. Und ja, vielleicht werde ich ja auch so einen kleinen Vlog mit nach Hause bringen, also wieder hierher zurück und nehme euch vielleicht mal mit ein bisschen nach Greifswald oder nach Stralsund. Das sind nämlich meine Heimatstädte und ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich auf jeden Fall sehr gerne nach Stralsund ziehen. Ich finde die Gegend einfach wunderschön, ich finde die Stadt wunderschön. Ist einfach mein Zuhause, ist meine Heimat. Das ist ein ganz anderes Gefühl als hier im Teutoburger Wald. Das ist einfach so eine wohlige Wärme, die so hier hinter der Brust entsteht, wenn ich dann entweder in Greifswald bin, in meinem
Lieblingscafé oder in meinem Lieblingsbuchladen oder in Stralsund unterwegs bin, bei Zahlmann Wurstgulasch essen oder so. Das sind alles so Kindheitserinnerungen, die, ja, die sind einfach schön und ich freue mich wirklich sehr, wenn wir jetzt bald nach Hause fahren. Ich hoffe sehr für euch, dass ihr auch so einen Ort habt, an dem ihr so dieses wohlig warme Gefühl im Herzen habt, dass ihr mit lieben Menschen zusammen sein könnt, dass es euch gut geht und dass ihr hoffentlich, falls ihr die Summertime Sadness auch hattet, die jetzt auch hoffentlich bald übersteht und euch vielleicht auch auf den Herbst freut, auf neue Strickprojekte. Schreibt mir doch gerne mal, was ihr für Strickprojekte geplant habt für den Herbst-Winter. Ich bin da ja immer sehr neugierig und ich weiß ja auch, dass ihr alle einen guten Geschmack habt. Also vielleicht ist da ja sogar was für mich dabei. Meine Lieben, macht's euch schön. Wir sehen uns doch hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Der nächste Podcast, der wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ich verspreche es. Ich habe Lust, wieder den nächsten Podcast für euch aufzunehmen. Der wird wahrscheinlich noch nicht ganz so spektakulär wie die letzten. Ich muss erstmal wieder reinkommen ins Filmen. Das habe ich jetzt hier bei diesem Vlog auch wieder gemerkt. Aber ich merke eben auch, dass es unheimlich Spaß macht und ich freue mich darauf, dass es vielleicht auch euch Spaß macht, mir zuzuschauen. Dann bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!